Willkommen zu Gamers.de TV. Ich bin Harald Häusle und begleite euch in dieser Sendung durch die Welt der Spiele. Das kommt davon, wenn man zu laut nachdenkt. Als BioWare öffentlich machte, man denke über einen strengeren Kopierschutz bei der PC-Version von Mass Effect nach, welche den Spieler zwinge, alle 10 Tage eine Reaktivierung online vorzunehmen, war die Aufregung in den Foren groß. Nun rudert BioWare auch schon wieder zurück, beharrt allerdings auf die Beschränkung, dass Mass Effect nur auf maximal 3 Systemen installiert werden darf. Dafür muss die Disk dann allerdings während des Spiels auch nicht mehr im Laufwerk bleiben. Die PC-Version soll nach heutigem Stand am 6. Juni in den Handel kommen. Es sieht gut aus für Aetna und für uns Adventure-Fans. Das ungewöhnliche Spiel Aetna bricht aus hat Goldstatus erreicht und wird wohl pünktlich am 5. Juni im Handel erscheinen. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Entwickler komplett auf einen Kopierschutz verzichten wollen. Nach offizieller Aussage von Publisher Xyder Games lohne sich der Mehraufwand an Kosten für den Kopierschutz nicht, da letztendlich Raubkopierer diesen doch in den meisten Fällen problemlos umgehen können. Mit diesem neuen Trailer stimmt Atari Horrorfans auf den demnächst erscheinenden Teil zu Alone in the Dark ein. Der Trailer vermittelt schon einen Vorgeschmack auf die zu erwartende Atmosphäre. Das Entwicklerteam Studio Eden Games aus Lyon fiel bisher nur durch Rennspiele wie Test Drive Unlimited auf und lieferte mit Kaya Dark Lineage bereits 2003 den ersten eindrucksvollen Beweis ihrer Action-Adventure-Kompetenz ab. Und wer jetzt den Trailer gerne nochmal ohne meinen Senf dazu genießen möchte, der lädt sich das edle Stück einfach auf den Seiten von Gamers.de herunter. Ihr liebt geradlinige Shooter ohne Story? Ihr wisst immer gerne, auf welcher Seite ihr kämpft und warum? Dann dürft ihr jetzt getrost vorspulen, denn Haze macht manches anders als herkömmliche Shooter und wird euch mehr als einmal vor die Frage stellen, was richtig und falsch ist. Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Für Geld oder aus Überzeugung? Na, doch neugierig geworden? Dann sollten wir jetzt eine kleine Reise machen. Eine Reise ins Jahr 2048, denn zu dieser Zeit spielt Haze. Wir erleben eine Zeit, in welcher die Regierung aus finanziellen Gründen das Militär ausgegliedert und in die Hände von privaten Anbietern gelegt hat. Als Soldat Shane Carpenter leistet ihr beim führenden Anbieter Mantle Global Industries Dienst und verfügt über ein umfangreiches Waffenarsenal und die modernsten Fahrzeuge. Doch Mantle bietet seinen Soldaten noch etwas mehr, denn die Firma engagiert sich auch stark im pharmazeutischen Bereich und ein Kind der Forschung trägt den Namen Nektar. Dieses Mittel verleiht den Soldaten zusätzliche Kampffertigkeiten. So können die Dinge sehen, welche ihnen normalerweise verborgen blieben. Feindliche Soldaten umgibt eine Aura, was gerade im Dunkeln ein enormer Vorteil sein kann. Zudem verringert sich die Reaktionszeit, wobei die Zielgenauigkeit steigt. Aber Nektar ist vor allem auch eine Droge und es kontrolliert die Menschen und macht sie gefügig. Besonders deutlich wird das in Momenten, in welchen die Soldaten eine Überdosis erwischen. Dann werden die Aktionen unkontrolliert und chaotisch. Die Soldaten schießen zum Beispiel wild um sich und machen dabei auch vor den eigenen Kameraden keinen Halt. Ein weiterer Nachteil ist allerdings wesentlich subtiler. Wie bei Drogen üblich verändert sich die Wahrnehmung zum Geschehen. Die Jungs werden überheblich und leichtsinnig, was sie für die Rebellen bei taktisch klugem Vorgehen zur leichten Beute werden lässt. Wie das funktioniert, schauen wir uns von der Seite der Rebellen aus an. Diese 2 Soldaten zum Beispiel kämpfen mit den Auswirkungen einer Nektargranate und die ist erstaunlich. Beide Soldaten geraten in eine Art Rauschzustand, was dazu führt, dass sie wild um sich schießen. Nun heißt es nur warten, bis wir dem Überlebenden schließlich mit einem Handgriff einfach die Waffe entreißen und der Rest ist ein Kinderspiel. Und auch dieser Soldat hier ist ein Paradebeispiel für die Auswirkung der Droge. Der arme Mann bemerkt seinen Widersacher nicht, was ihn zum idealen Opfer für den Injektorschuss macht. Der Schlauch reißt und der Mann dreht durch. Auf der Suche nach Opfern macht er auch vor seinem Kameraden nicht Halt. Bei diesem Gefecht reißt auch dessen Schlauch, was zur Eskalation der Situation führt. Der Mann bleibt einfach stehen, entschärft eine Granate und sprengt sich und den Kameraden in die Luft. Wahnsinn. Ebenfalls interessant ist folgende Aktion.
Um gegen die übermächtigen Soldaten bestehen zu können, stellt der Rebell sich einfach tot. Die Feinde schenken dem Mann in ihrer Arroganz keine Beachtung mehr, was sich als tödlicher Fehler erweist. Das haben wir so ähnlich bereits im jüngsten Unreal Tournament Teil gesehen, dürfte hier aber besonders in Multiplayer-Schlachten einen besonderen Reiz ausmachen. Denn im Gegensatz zu Unreal können die Soldaten in der Praxis tote Rebellen nicht sehen. Erst wenn diese von den Scheintoten auferstehen, werden sie auch für die Soldaten wieder sichtbar. Im Laufe der Geschichte wird Shane Carpenter die Wirkung der Droge bewusst und er beginnt nicht nur an seinem Auftrag und Auftraggeber zu zweifeln, sondern wechselt schließlich auch die Seite. Durch diese Wendung schaffen es die Entwickler geschickt, einen neuen Aspekt und Abwechslung in das Spiel zu bringen. Das alles spricht für ein wendungsreiches und spannendes Shooter-Erlebnis mit einigen neuen Spielelementen, auf die wir uns besonders in Online-Schlachten freuen. Aber trotz der interessanten Geschichte bleibt Haze ein rein rassiges Actionspiel. Zwar habt ihr die Möglichkeit, taktisch vorzugehen, doch halten sich solche Aktionen in Grenzen und auch Rätsel und komplexe Aufgaben gibt es hier nicht. Die Steuerung wirkt sehr solide und die KI scheint gelungen. Insgesamt dürfen wir uns also auf ein gutes und spannendes Shooter-Erlebnis freuen. Grand Theft Auto 4 bricht alle Rekorde und wird folgerichtig in der nächsten Ausgabe des Guinness-Buchs für Weltrekorde verewigt werden. Innerhalb der ersten 24 Stunden wanderte der Titel über 3,6 Millionen Mal über die Ladentheke und erbrachte damit einen Umsatz von 310 Millionen US-Dollar. Damit überholte der Rockstar-Erfolgstitel sogar den bisherigen Rekordinhaber Halo 3, der es gerade mal auf 170 Millionen US-Dollar Umsatz brachte. Entwickler CCP Games feiert bereits fünfjähriges Jubiläum von EVE Online und damit auch die Abonnenten etwas davon haben, hat man sich eine spezielle Geburtstagsüberraschung ausgedacht. Was das ist, erfährt, wer sich mit seinem Account einloggt. Dort erwartet den Spieler dann ein exklusives Präsent. Die Aktion erstreckt sich über den kompletten Mai. Going Downtown entführt euch in das futuristische New York des Jahres 2072. Eines Morgens stolpert Cop Jake vor seinem Haus über eine ohnmächtige Schönheit und galant wie er nun mal ist, nimmt er die Dame mit in sein Apartment. Das erweist sich als keine gute Idee, denn die Lady hat nicht nur ihr Gedächtnis verloren, sondern kurze Zeit später auch ihr Leben. Ist der Sturz aus dem 13. Stock das Produkt eines Selbstmordes oder steckt da mehr dahinter? In einer wendungsreichen und rätselhaften Geschichte sind kriminalistisches Denken und Spaß an logischen Rätseln gefragt. Dabei fesseln die Entwickler mit einem einzigartigen Grafikstil in einer Mischung aus Film Noir und Comic Look und den hochkarätigen Synchronsprechern, die ihre Stimmen schon grüßen, wie Will Smith, George Clooney und Nicole Kidman liehen, den Spieler an den PC. Endlich dürft ihr mit Kumpels in eurer eigenen Band auf Welttournee aufbrechen und die Herzen der Fans erobern. Schnallt euch die Fender-Gitarre um, gebt auf dem Schlagzeug Gas oder lasst die Konzertsäle mit eurer Rockstimme erbeben. Was Guitar Hero und SingStar begann, wird von Rockband konsequent fortgesetzt. Soweit die Theorie. Leider hat Publisher Electronic Arts es mit der Preisgestaltung deutlich übertrieben. Während ihr in den USA nämlich für eine Gitarre, ein Schlagzeug, ein Mikrofon und der Software 170 US-Dollar hinblättert, möchte EA von uns gerne für Hard- und Software zusammen 239,70 Euro. Das macht einen Mehrbetrag von 129,97 Euro für... Ja, für was eigentlich? Kommt Electronic Arts damit durch? Danke fürs Zuschauen und vergesst eure Kommentare zur Sendung nicht. Bis zur nächsten Woche und viel Spaß beim Zocken.